Die Tür ist ja riesig. Es scheint so, als haben wir es endlich bis zum Ende geschafft. Das bedeutet, das Teil, was hinter all dem steckt, ist da drin. Die Bibliothekarin ist ja auch da. Keine Ahnung, wie sie es so weit geschafft haben. Warum müssen die so viel mehr Schmerzen leiden als die anderen? Wahrscheinlich ist sie stärker von dem Fluch betroffen als die anderen. Ich glaube, ich habe einen Zauber, der ihre Schmerzen lindern kann. Halt noch durch, Shiori, ich rette dich. Ich schwöre, ich werde es tun, koste es, was es wolle. Oh, herrje, ich denke, wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten. Ja, und wir haben keinen X-Drive, keine R2-Angriffe momentan. Was auf uns hinter dieser Tür wartet, ist ein Desaster, das möglicherweise die gesamte Stadt zerstören könnte. Seid ihr alle bereit? Ja, schon eine ganze Weile. Warum fragst du überhaupt? Dieses Mal werden wir einer wahren Katastrophe gegenübertreten. Wir werden mit unserer gesamten Stärke kämpfen. Die Hexe, die unsere Schule übernommen hat. Lasst uns sie gemeinsam niederringen. Ja, zumindest können wir heilen. Können wir noch Gegenstände ausrüsten, aber. Also, können wir auch nochmal abspeichern. Ich hoffe, die Hexe hat nicht ihre 100 Ritter mitgebracht. Das ist also das Herz des Schlosses. Mit diesem Tor vorne, das ist beinahe so, als ob man jetzt eine Audienz mit der Königin hat. Themapark ist kaum
Jetzt mal im Ernst. Selbst ein Freizeitpark wird nicht dermaßen übertreiben. Ah, jetzt kommt sie endlich aus ihrem Versteck. Ah, wie sieht sie aus? Okay. Das ist Final Fantasy 8. Nebelhexe. Deine Tage des Lachens sind gezählt. Holen wir uns unsere Schule zurück. Es ist an der Zeit, meine Pflicht als White Maiden zu erfüllen. Aha. Jetzt fällt mir ein, es gibt ja auch White Shroud. White Shroud und White Maiden. Jetzt sag mir nicht, dass ihr potenzieller Verlobter White Shroud ist. Das wär's noch. Hallo. Ja, gegen nichts schwach. Ja, ich weiß, dass du das kannst. Machst du ganz toll. Okay, hat fast gar nichts gebracht. Wie sieht es mit Fernkampf aus? Ja, super. Kuh und Flammen, das ist einfach eine Liebe für die Ewigkeit. Gott, ist das ätzend. Da muss ich mir jetzt mal was überlegen. Jetzt haben wir Zeit. Brauchen auf jeden Fall X-Drive. Das ist auch okay. Ein Viertel X-Point. Also das ist das Wert ganz wertvolle. Die Gouge. 15%. Vielleicht davon einnehmen, ich weiß es nicht. Ich muss erstmal das Burn loswerden. Das mit dem Ice Cream, ja. Der ist gut, ein Viertel Strike Point. Maximum Range. Mein Gott, ist sie nervig. Ja, ist ja gut jetzt. Mhm, das auch noch. Ding, ding, ding.
Ach je, je, je. Ach so, genau, ich mache das gleich mal mit diesen Breath Potions. Ja, wollt ihr nun... Ja, das ist mir nicht möglich. Mir fehlt der Skill. Okay, dieses Spiegelbild kann man relativ leicht ausschalten. Okay, das war es nicht. Weil es sind schon mehrere Spiegelbilder, kann das sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als ob der ganze Bildschirm voll ist mit Schadensfeldern. Gut. Dann nehmen wir jetzt nochmal so einen. Und noch einen. Und dann noch einen Kaffee. Umaina! Nein! Oh, ich dachte gerade. Ich dachte nicht. Und wieder mehrfach. Multiball. Drei sind eigentlich zu wenig. Warum macht ihr nicht 12? セコ
Ja, andere Richtung wäre besser gewesen. Vielleicht haben wir wieder X-Drive und S-Drive und so, dann sollte der Kampf sich langsam mal dem Ende neigen. einmal. Zweimal. Ich will den Superangriff jetzt aber auch nicht nutzen, wo ich nicht weiß, welcher welcher ist, oder? Ja, ich muss jetzt. Und es hat insgesamt fast keinen Schaden gebracht. Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Und es sind wieder drei da. Und wahrscheinlich treffe ich jetzt immer das falsche Viech. Und sobald ich es umgelegt habe, kommen wieder neue. Okay, du bist auf jeden Fall die Richtige. Resurrection, bevor es nachher zu spät ist. So. Ja, du haust mich auch schon wieder ab. Du bist die Falsche. Jetzt im im Nachhinein ist man dann auch schlauer. Alter. Ja, also wenn ich den Kampf jetzt nochmal machen müsste, dann wüsste ich natürlich, dass ich dann, wenn da mehrere Hexen sind, auf den Hitpoint-Balken achten könnte, um dann rauszufinden, welche die richtige ist. Und ich hätte mir auch vor dem Kampf meine Spezialfähigkeiten aufbewahren sollen. Ich hatte die jetzt ja direkt vor diesem Bosskampf, war ja auch so ein kleinerer Bosskampf und da hatte ich ja zu viel Spezialeffekte genutzt. Naja, aber hinterher ist man immer schlauer. Jetzt haben wir erstmal die Leute hoffentlich gerettet, oder? Ko-senpai! Senpai! Oite wa! Sora! Yuki, senpai tachi mo. Okita ka? Daijoubu mitai desu ne. Senpai! Yare yare. Kono mama me ga samenai ka to omotta yo. Koko wa? Am Schuldach, würde ich sagen. Morimiya Gakuen no okujou desu. Ikai ka wa? 先ほど無事に収束しました。とっくに夜だが、あの霧も完全に晴れたようだ。
本当だ。星までくっきり見えて。それよりしおりたちはどうなった？ Was ist denn aus Shiori und den anderen geworden? 心配ないわ。大丈夫なのか？ Geht's ihr gut? ええ。呪いの影響も完全に消えているわ。Ja, sie ist vollkommen in Ordnung. Die Auswirkungen des Fluches sind komplett verschwunden. 2-3 日もしたら体力も完全に戻るでしょう。In 2-3 Tagen wird sie wieder ganz in Ordnung sein. すでに校内における事後処理も開始されました。Die Aufräumarbeiten in der Schule haben bereits begonnen. 生徒のみんなや職員のみなさん。Es wurde sich um alle Schüler und Personal gekümmert. 久我山さん、九重先生、佐伯先生も無事に保護されています。Kugayama, Fräulein Kokono und Herr Seiki sind in Sicherheit. So, ka. Ah, dann geht's allen gut. Gott sei Dank. Ko-senpai. Ja, da sieht man wieder, was das für eine Herzensangelegenheit ist für Ko. Der war ja selbst total noch erschlagen. Gerade so aus der Ohnmacht wieder aufgewacht und dann sein erster Gedanke, sind die anderen denn alle in Sicherheit? Und jetzt, wo er weiß, die anderen sind alle in Sicherheit, jetzt hat er wieder Zeit für seine eigenen Schmerzen. Sasuga ni kigan nuketa ka. Hissi datta mon ne, senpai. Hiragi? Ie, chotto ne. Masaka...Grimm Greedo, これだけの少人数で. Weißt du, ich hätte niemals geglaubt, dass man einen Grimm Greed mit so wenigen Leuten niederringen könnte. しかも、よりにもよって、素人を含めたメンバーで挑んで倒すことができたなんて. Und dann noch ein Team von Amateuren. さすがにできすぎだと思って. Es sah beinahe so aus, als wäre alles zu unseren Gunsten.そうですね。確かに帰り討ちにあってもおかしくなかったかもな。Vielleicht hatten wir einfach auch ein bisschen Glück. Es hätte ziemlich übel ausgehen können. もう一度やれって言われたら、さすがにちょっと自信はね。Wenn wir das nochmal machen müssten, bekämen wir wahrscheinlich den Hintern versohlt. やっぱ、素人には無茶だったか？War es zu ungestüm für uns Amateure, da einfach so reinzurennen? Ie. Kitto watashitachi datta kara koso yo. Nein, im Gegenteil. Wir haben es geschafft, weil wir es waren. Kono Morimiya ni ikiru anata tachi to tomo ni kakugo to ketsui o motte nozonda kara. Wir haben alle ein Versprechen gegeben, den Leuten zu helfen und Morimiya zu schützen. Dakara koso are hodo ookina konnan o norikoeraretan da to omou.Nur so haben wir gewinnen können, gemeinsam. Arigato, Tokisaka-kun. Vielen Dank, Tokisaka. Kono gakuen ni kita koto ga, anata tachi to deaeta koto ga. Ich bin so dankbar, dass ich zu dieser Schule gehen durfte und euch alle getroffen habe. Watashi ni totte, nani yori no kōun da wa. Wirklich, ich bin glücklich. どうしたの? Habe ich irgendwas Komisches gesagt? さすがにいくらなんでも臭かったかしら? Ich glaube, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt für mich, für Kitsch. Ja, なんつうかその... Nein, nein, nicht deswegen, es ist nur... お前が本当に笑うのを初めて見たような気がしてな。Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dich hab lachen sehen. な、何よそれ? Was soll das denn jetzt wieder heißen? Ore, Senpai tereteru? Huch, du wirst ja rot. Kawaii desu. Ach, das ist doch niedlich.
Ja, jetzt ist das Kapitel mit dem Nebel und den daraus folgenden Vorfällen abgeschlossen. Alle losen Enden wurden bereinigt in der Nacht. Alle Schüler und auch die Lehrerschaft, die davon betroffen waren, sind erwacht, können sich aber nichts erinnern. Dieser Clean-up war halt nicht besonders schwierig diesmal. Es ist so, als ob niemals etwas geschehen wäre. Allerdings gab es einen kleinen Schönheitsfehler. Jetzt halt mal Stopp da, Kumpel. Ganz egal, wie du es auch drehst und wendest, das kann nicht alles nur Halluzination gewesen sein. Ich bin zu spät zu meinem Unterricht gekommen und wurde total ausgeschimpft. Da kannst du doch zumindest aufrichtig sein. Geht es allen anderen gut? Man in Black. Ja. Nur als Formalität versuche, ihre Erinnerungen zu löschen. Wir schauen, wie es klappt und werden dann weiter voranschreiten. Was dieses Märchenbuch betrifft in der Bibliothek, es scheint verschwunden zu sein. So desu ka. Yahari. Ja, das dachte ich mir schon. Gibt es da etwa eine dritte Gruppe, die involviert ist, oder? Was hast du vor? Wir könnten eine komplette Truppe der Angraecum entsenden. Klingt so ein bisschen lateinisch. Vielleicht sollten wir erstmal unsere anderen Optionen überdenken. Die Bluthunde loszuschicken, könnte noch weitere Probleme verursachen. Und ich möchte nicht, dass deiner alten Truppe irgendetwas Schlechtes geschieht. Oh, ist sie früher mal bei Nemesis gewesen, oder? Oh, mach dir deswegen keine Sorgen. Oder es ist denn doch ein bisschen wie bei Sharon. Das, ihr erinnert euch noch, Trails of Cold Steel. Sharon war ja dann quasi die Dienstbotin der Familie Reinford und war ja früher auch bei einer anderen Truppe, nämlich bei Ouroboros. Und Kyoka hat jetzt hier quasi die Funktion. Sie ist jetzt ja die Sekretärin von Mitsuki und war vorher bei irgendeiner anderen Truppe. Also ich würde erstmal die Untersuchung alleine fortsetzen. Ja, mach das. Es wird sowieso alles wieder zurechtgerückt werden, egal was geschieht. Mit ihnen, die alles überwachen, bin ich sicher, alles wird gut.
Das ist der Verlobte. Hast du es bekommen? Okay, so viel zu meiner Theorie, dass er White Shroud sein könnte. Wird wohl nicht so sein, aber er hat zumindest Verbindungen zu White Shroud. Natürlich habe ich es bekommen. Wir werden es sinnvoll einsetzen. Die Hexe vom Nebelschloss. Dank deiner Unterstützung war ich in der Lage, sehr nützliche Resultate von meinen Experimenten zu bekommen. Ich bin meinem Lebenstraum einen weiteren Schritt näher gekommen. Das klingt ja immer so ein bisschen gar nicht so gut, wenn in Spielen Leute irgendwie so ein großes Ziel verfolgen. Da gehen sie dann ja auch oft gerne über Leichen. Ich bin dir dankbar, Siegelritter. Es könnte mich kaum weniger interessieren, was du hinter meinem Rücken anstellst. Aber wenn ich du wäre, dann würde ich gut auf mich aufpassen. Nun, wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, wir sehen uns bald wieder. Das jetzt verbrannt oder? Ich weiß, es war ein wenig Ärger, aber konntest du ein paar sinnvolle Resultate bekommen? Wer kann das sein? Also, im ersten Augenblick dachte ich vielleicht so ein bisschen Mafia, aber ich glaube, die haben wir abgehandelt. Wir haben ja immer noch Mitsukis Onkel, der irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ja, ich habe ein paar Dinge eingrenzen können. Aber wir haben noch nicht genügend Informationen, um weiter voranzuschreiten. Sie müssen noch weiter den Weg anführen. Noch eine Weile. Oder wir müssen sie noch eine Weile machen lassen. Okay, sehr mysteriös. Man weiß nicht, was sie vorhaben. Man weiß nicht mal, wer sie sind. Und? Muss ich was drücken? Ja. Okay, es würde wieder eine Side-Story beginnen. Nachdem wir in der letzten Side-Story, wen haben wir da?
kennengelernt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber normalerweise lernen wir da immer irgendeinen Charakter kennen. Das müsste dann ja eigentlich Shio gewesen sein zuletzt. Und davor war es Asuka. Kann es sein, dass wir jetzt noch Details zu Mizuki erfahren? Das wäre natürlich sehr interessant. Wir erfahren es hoffentlich morgen. Also bis dann. Tschüss.